Hallo Leute, hier ist der Jens von den Tabletop Generals und ja, wir werden heute ein kleines Spielchen Bolt Action machen. Wir, das bin ich, der Jens und der Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Ja, wir werden Bolt Action spielen und zwar werden wir uns mit dem Unternehmen Weserübung beschäftigen und werden da eine schöne Partie Bolt Action spielen mit 500 Punkten. Die Mission wird sein: Hold until relieved. Ja, hold until relieved bedeutet, der Andreas hat mehr oder weniger in der Spielmitte ein strategisch wichtiges Gebäude oder sonst was. Wir haben dafür außer Korum diese französische Bäckerei. Die beste Bäckerei in der ganzen Stadt. Genau, die macht einfach die besten Croissants, die allerbesten Croissants in Norwegen. Und deshalb muss der Andreas das verteidigen. Apropos verteidigen, dann zeigen wir euch doch mal die norwegischen Truppen. Hier ist das norwegische Platoon für dieses Spiel. Wir haben hier einen First Lieutenant mit Begleiter, Regular. Dann haben wir hier einen Veteranen Sniper. Dann haben wir hier einen Veteranen Infanterietrupp mit LMG. Ich nehme mal an, die Veteranen halten die Bäckerei. Ja, und mit dem Lieutenant zusammen. Nee. Oh doch. Und der Sniper? Der Sniper. Kommt in Reserve? Ja, der kommt in Reserve. Alles klar. Die sollen ja moralische Unterstützung haben, wenn sie dann aushalten. Ja, sehr gut. Und dann haben wir hier noch zwei reguläre Infanterietrupps mit Nüscht. Was ist von den drei Sachen, die über sind, First Wave? Ich darf hier nur eine Sache nehmen. Genau. Dann nehme ich einfach einen Trupp. Infanterie. Ja, das ist sauber. Runde zwei. Die anderen kommen Runde drei. So, ab Runde 2 kannst du ganz normal für Reserven würfeln. Ja. Und ach, First Wave ist dann. Ja, okay, ja. Super. Läuft. Dann geht's weiter mit den deutschen Truppen. So, hier ist das deutsche Platoon. Ich habe hier einen regulären 6-Mann-Trupp mit Nüscht. Dann haben wir 10 Mann mit LMG. Nochmal 10 Mann mit LMG. Dann haben wir einen regulären Sniper, einen regulären leichten Mörser. Reguläres Infanteriegeschütz und einen regulären Leutnant. Second Lieutenant ist das mit 2 Begleitern und einer davon hat eine MP40. Ja, das ist meine Truppe und der Andreas platziert schon auf dem Missionsziel und diese Jungs kommen, die Hälfte davon in First Wave. Ne, ich stelle alles auf, so rum war das und muss die Mitte erobern. Mal schauen, wie mir das gelingen wird. So, dann zeigen wir euch noch mal kurz den Tisch. Der Tisch ist voll mit Zäunen und Hecken und Kornfeldern und Mauern und natürlich einigen Gebäuden. Alle Gebäude hier drauf, die hier so Steingebäude sind, geben Hardcover und damit extra Protection. Steinmauern geben natürlich nur Hardcover. Zäune, Hecken, dieser Obsthain gibt nur Softcover. Und da hinten das Geländestück mit dem Wald und hier an diesem Ende das Stück mit dem Wäldchen, das ist auch zusätzlich Dense Terrain. Kann man also nicht durchschießen, sondern nur hinein. Ja, was ich jetzt machen werde, ist mindestens 18 Zoll entfernt von dem Andreas meine Sachen platzieren. Und der Andreas hat sich diese Kante als seine Kante außer Korum. Was bedeutet, dass mein leichtes Infanteriegeschütz von da drüben aufs Feld kommt. So, die deutschen Truppen. 6 Mann hier, der Sniper dort, der Offizier da, 10 Mann mit LMG hier, da drüben der leichte Mörser und 10 Mann dort mit LMG. Ja, damit sind wir sozusagen aufgebaut und platziert und fertig für Runde 1. So. Auf ein schönes Spiel, Sohnemann. Auf ein schönes Spiel. Und der erste Würfel geht an die Norweger. Communication Breakdown? Stimmt. Nicht? Ja, dann gib wieder her. So, jetzt auch. Dann kann ich draußen da. Genau. Diese nehme ich hier. Gut.
Dann sind die Deutschen dran, dann machen wir das leichte Infanterie-Stützdown. Das war gut gekonnt. Jetzt und musst du. Dann muss ich irgendwie agieren. Dann packen wir hier die Infanterie in Ambush. Und dann bin ich nochmal dran. Und dann schießen wir mit dem Sniper auf deine Veteranen im ersten Stock. Na, für die, die es nicht wissen, also Andreas, seine Veteranen befinden sich hier hinter diesen Fenstern und sein Offizier hat sich oben irgendwo verkrümelt. Und dann gucken wir mal. Wir brauchen eine 3. Komm schon. Wir haben eine 1. Nix. Jo. Nächster Würfel. Ich gehe Norwegen. Mal Infanterie ein. Okay. Deutsche. Dann nehmen wir als nächstes. Hier die Infanterie und mach mit denen einen Run nach da. So, da ist der Run sozusagen geendet oder Bewegung gestoppt. Nächster Würfel Deutsche. Dann nehmen wir den leichten Mörser und versuchen erstmal das Gebäude zu treffen. Da brauchen wir sozusagen eine 6. Nö. Dann die Norweger. Ja. Ich würde mal sagen, ich gehe mit dem Trupp in den Busch. Okay. Dann nochmal Deutsche. Dann nehmen wir den Offizier und machen mit dem einen Advance in diese Richtung. Norweger. Infanterie oder Offizier? Ja. Ich hole die Infanterie rein. Okay. Dann war's. Also ich hole sie auf jeden Fall rein. Okay. Und dann. Das ist ja ein Ambush, aber. Und als nächstes ist dein Offizier. Und dann ist als letztes diese Infanterie. Vorgerückt bist du? Ja, und ich habe 10 Schuss auf die 6. Genau. Oh, 4 Stück. Okay, alles klar. Das sind Regulars, ne? Ja. 3, läuft. Darf ich nicht aussuchen? Aber ohne aussuchen. Krass. Gut, dann gehen da 3 Leute flöten. Dann ist dein Offizier dran, was macht der? Der ist auch noch dran? Ja, ich habe den Würfel schon hingelegt. Ja, das sind da deinen Sniper, ne? Das heißt, ich bleib lieber jetzt mal einfach da drin. Gut. Da geht die einfach nur dem Rand aus. Richtig. Und dann bist du ja im Ambush. Und dann werde ich mit den Jungs einfach einen Nichts machen. Einen Nichts? Genau, ich mache einfach gar nichts. Ich gehe mit denen down. In Norfolk. Machen. So, dann sind wir schon durch mit Runde 1. Räumen auf und dann machen wir weiter mit Runde 2. So, der erste Würfel in Runde 2 geht an die Deutschen. Und die Norweger sind auf Ambush geblieben. Und dann werde ich hier doch einfach mal versuchen, meinen Order-Test zu schaffen. Und werde auf die angekommenen Norweger schießen wollen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Mit dem Order-Test. Nein. Dann gehen sie down. Und dann habe ich die nächste Chance, was zu tun. Nehmen wir den Sniper, schießen auf deine Veteranen. Treffer.
Aaron oder Penn? Noch einer für die Deutschen. Dann nehmen wir den Mörser. Brauchen jetzt die 5. So. Nochmal die Deutschen. Soll ich weitermachen oder? Was hast du jetzt noch? Du hast die und die hast du noch? Und das Geschütz. Ja, mach weiter. Gut. Dann versuchen wir das Geschütz aufs Spielfeld zu holen. Das klappt. Und dann werden wir das hier einfach so ein Stückchen die Straße hochschieben. Genau, und damit kann ich dann auf einen, darauf mit einem Ambush reagieren. Genau. Auf die 5 treffe ich. Long Range und Pin Marker, genau. So, vorgerückt sind wir. So, was bist du jetzt zusammen? 6 Schuss. 2 Gewehre, 4 Gewehre und das LMG, oder? Das ist, wenn ich das auslöse, ne? Geht das jetzt schon? Was? Wenn ich jetzt, also... Du schießt mit allem, was kann. Ich will ihn gerade... Okay, ich mach das einfach. Auf die 5. Genau, aber das fehlen 2 Würfel. Wieso? Weil du 4 Gewehre und das LMG hast. Ah, ja. Richtig, aber ein LMG. Das sind insgesamt 3 Treffer. Ne, das Long Range Pin Marker. Ja. Oh. Okay. Läuft. Dann ist das Infanteriegeschütz geschickt. Sorry. Läuft. Dann bist du dran. Ja. So, was war der Plan? Ich möchte meine Infanterie lernen, wenn wir damit waren. Dafür muss ich testen. Das klappt. So, vorgerückt ist er. Und dann hat er 5 in Long, bewegt, Soft Cover. Ja, auf die 6 und 5 auf die 5. 2. 1. Gut. Wie viele Runden hast du jetzt? Ich gebe es auch für dieses Spiel. Du kannst vielleicht den NCO nehmen. Nö. Wir hätten darüber keinen Witz machen sollen, dass das. Ja. Aber so bleibt es. Nächster Würfel, Norweger. Jo. Das war Nummer 3, ne? Ne, Nummer 2. Ne, ich weiß es nicht. Du hast den Ambush ausgelöst. Ja, das zählt ja nicht. Genau, ja. Musst du für den Sniper würfeln? Klappt. Und dann sind die Deutschen dran. Dann versuchen wir mit denen dahin zu schießen. Ich gehe erstmal down. Achso. Was habe ich jetzt noch? Dein Offizier und die 10 Mann. Ja. Okay. Dann mache ich einen Advance. Jo. Auch wenn ich dann bewegt habe und. Ich bin eh down. Und soft cover und down und damit doppelt 6, ja. Ich wollte nur kurz überlegen, ob das auch spinnt so. Dann bin ich. Dann gehe ich mit meinem Offizier hier hinten
mit einem Advance nach da. Dann ist der Trupp, der macht einen Run hier rüber. Und dann haben wir noch deinen Offizier. Das ist da die Tür. Meinst du, du kannst mit dem Sniper von dort hier so reinschießen, in dieses Fenster? Ich glaube nicht. Okay. Es ist dann bewegt und Long Range. Jo. Ein Treffer. Jo. Keiner. Aber zum Mal. Ja, das sieht dann so aus, als wäre die Lucky Shot Round Number 2 zum Ende gekommen. Und dann schauen wir mal, ob er mit Runde 3 so erfolgreich weiter würfeln kann. Norwegen. Jo. Da liegt ein Pinmarker, ne? Jo. Dann muss ich, glaube ich, einen Ambush machen. Gut. Wenn ich den Test packe. Packe ich. Jo. Deutsche? Dann nehmen wir als erstes die. Die versuchen das nochmal mit einem mit einer Fire Order. Ich laufe weg, weil du innerhalb von 12 bist. Bin ich. Gut. Dann geht das nach da. So, nächster Würfel. Norwegen. Dann sollte ich ihn mal machen, denke ich. Klar. Und dann hast du 10 Schuss, bewegt Softcover. Jo, genau. Bewegt Softcover. 4. Jo. Zwei. Nächster Würfel weg. Die Deutschen. Ich werde mit dem Sniper schießen. Mal gucken, ob ich deinen Ambush verschlechtern kann. Kann ich nicht. Dann bist du dran. Jo. Saku, Sniper. Dann fange ich mal an mit dem Sniper. Jawohl. Dann schieße ich auf deine Infanterie-Einheit dort. Klar. Okay, dann haben wir jetzt gemacht. Das ist ein Hit. Okay. Ist ja ein Sniper. 3 tötet auch. Nein. Okay. Dann bin ich. Mhm. Dann macht man Hakun Advance nach da. Mhm. Willst du einen Ambush auslösen? Ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Gut.
Dann habe ich einen Schuss bewegt Hardcover und 4 Schuss Long Range Hardcover. Mhm. 5 Würfel auf die 6. Das ist ein Hit auf deine Veteranen. Ja. Aber kein Kill. Dann bitte nochmal. Dann machen wir einen Advance mit dem Mörser nach da. Ja. Und dann versuchen wir eine 6 zu würfeln, dass wir die Jungs treffen. Ja. Nö. Ja. Ich habe noch die und die. Okay. Dann mache ich hier einen Advance. Klar. Kann ich da auch direkt über die Ecke laufen? Ja, ich komme so. Dann ist meine Infanterie und als letztes ist wieder dein Offizier. Ja. Ich mache mal einen Order-Test für die Jungs. Du kannst gleich schießen, alles in Ruhe. Aber die Leute können schon sehen, dass ich hier einen Order-Test versuche. Ja. Achso. Ich bin noch auf voller Stärke, ich kann den wiederholen mit einer 11. Ja. So, dann gehen wir hier down, nachdem wir das nicht geschafft haben. Dann kannst du da schießen. 10 Schuss, bewegt, Softcover. Small Limit, also auf die 6. Gar nichts. Hm? Endlich mal gelingt dir auch ein Würfel nicht. Dein Offizier darf noch schießen. Ja. Klar. Das 4. Ist dann 6. Ich bin down. Okay. Gut, das war's mit Runde 3. Dann geht's gleich weiter mit Runde 4. So, du Leben, weiter geht's mit Runde 4 für die Norweger. Dann ist jetzt die Frage, ich fange an mit dem Ambush hier. Gehe ich wieder hin. Gut. Test. Klappt. Dann mache ich was. Hm? Dann sollen die Jungs schießen. Mhm. Auf die anrückenden Norweger. Es klappt was. Unglaubliche Zustände. Ich habe gar nicht genügend Würfel dafür, das ganze Feuer, was ich jetzt entfachen kann. Da muss ich gleich nochmal losgehen und mir neue Würfel holen. So, wir werden von hier nach dort schießen. Und dann haben wir zwei Leute, die Long Range Hardcover haben. Dann haben wir 3 für Long Range Softcover. Und dann haben wir das LMG, nur mit Softcover. 5 Treffer. Und wir töten auf die 4. 2. Aber wir können nicht aussuchen. Waren die ersten Verluste für die Norweger, ne? In Runde 4. Da gibt es noch einen. Würfel für die Norweger? Jo. 3, 4. Dann. Okay, die hast du schon aktiviert, der Mörser. Hat noch nichts gemacht. Der hat noch nichts gemacht. Wo hast du noch was? Da hast du noch was. Genau. 1, 2, 3, 4 Einheiten. Gut, dann werde ich anfangen mit dem Sniper. Auf die Einheit. Jo. Trifft dich. Mehr Norweger. Jo. Dann mache ich weiter mit dem Akku. Okay. Das soll da reinschießen. Genau, Long Range. Nichts? Ich wollte gerade einschalten. Dann bin ich. Dann schieße ich mit dem Sniper auf deine Veteranen. Jo. Nö. Dann bist du.
die Einheit und die Einheit, dann mache ich hier einen Advance, wenn ich den Test schaffe. Schaffe ich nicht. Gut. Du hast keine Feinde in Sicht, dann kannst du praktisch unter Umständen nur weglaufen. Bin ich überhaupt in 12? Nee, das, wenn du schießen kannst. Du musst erstmal gucken, ob du läufst oder ob du schießt. Moment. Ich bin nicht in der Konsole. Genau, das heißt, du musst erstmal gucken, ob du läufst oder schießt. Ich dachte, ich gehe auch, wenn ich hier in der Konsole bin. Aber wenn du läufst nicht. Ach so. Eins und zwei wäre auf jemanden schießen. Okay, so gehe ich down. Und so gehst du jetzt dort, wo du bist, down. Okay. Und dann bin ich. Dann schieße ich mit meinem Offizier und meinem Gewehrschützenkram. Ja. So, dann habe ich 4 auf die 6 und einen auf die 5. Ja. Dann haben wir die 5. Nö. Und dann haben wir die 6. Auch nichts. Ja. Bin ich nochmal dran? Dann nehmen wir den Mörser und geben dem eine Fire Order. Dann bist du. Jo. Der Tor. Jo. Mach einen Advance. Ich kann da nicht auf die Zeit schießen. Gut. Und dann werde ich mit den Jungs Rallye machen. Mit einer 8 klappt das und dann verliere ich beide. Jo. Am Ende der Runde kannst du würfeln, ob du Ambush auslöst oder nicht. Auf die 4 plus tust du es? Ja, das versuche ich mal. Nö. Nö. So, weiter geht's mit Runde 5. Mit dem Ambush ist das wie folgt. Der Andreas wollte eigentlich nicht auslösen, oder zumindest er hätte es nicht gewollt, wenn er gewusst hätte, dass der Würfel weg ist. Mhm. Deshalb würfeln wir jetzt aus. Du musst ansagen, wann was passiert. 1 bis 3 war er bleibt. Okay. Bleibt. Dann bleibt. Ja. Gut. Der erste Würfel geht an die Deutschen. Das ist ja unglaublich sozusagen. Dann schießen wir als erstes mit denen. Dann habe ich wieder 2 auf die 6. Dann habe ich 3 auf die 5. Und 5 auf die 4. Und töten auf die 4. 3 Stück. Und können wir suchen? Nein. Und dann sind die Norweger dran. Sniper auf deinen Truppler wieder schießen. Ja, mach das. Trifft. Jo. Pinmarker und einer tot. Jo. Darf ich mir ausdrücken, ne? Ja, NCO oder LMG? LMG. Gut. NCO kannst du eh ersetzen. Relativ easy, jupp. Ja. Dann bin ich wieder dran. Dann versuchen wir das von da nochmal mit dem Feuer. Wie viele Schuss kriegst du nochmal zusammen? 5, ne? Ja. Ich überlege, ob ich den Ambush ausgehe. Kannst du nicht. Nee? Auf Feuer kannst du nicht mit Ambush reagieren, nur auf Bewegung. Okay. Das sind auf die 6, auf die 5 und du bist. Dann möchte ich mit dem... Warte, du hast ja noch da den Mörser, dann sollte ich... Ich fange hier mit dem Merkur an und schieße da nochmal auf. Genau. Ein Schuss, trifft die 4, ne? Jo. Ein Toter. Darf ich mir aus? NCO. Der NCO bleibt, ich nehme den Loader weg. Dann bin ich. Dann schieße ich mit dem Sniper auf deine...
auf deine Veteranen. Ich treffe, aber ich töte keinen. Dann bist du. Ja. Dann habe ich jetzt noch die und die. Genau. Okay. Dann versuche ich hier was zu machen, dann muss ich erstmal testen. Und dann genau. Dann war's. Sechs. Klappt. Das ist eine weniger. Und dann stehen sie hier. Und dann habe ich Pinmarker bewegt. Und das war's. Also auf die fünf. Small Team. Small Team, also auf die sechs. Fünf Schuss auf die sechs. Dann ist meine Einheit hier auf der Straße dran. Die kriegt eine Run Order. Wir gehen einfach down. Der letzte Würfel in Runde 5 geht an die Norweger. Ist es dunkel draußen geworden? Aber natürlich, wir haben eine kleine Pause gemacht, damit sich die Gemüter abkühlen können. Nee, du hast gar nichts mehr. Ich habe nichts mehr, was nicht aktiviert ist, und ich habe auch nichts, was irgendwas gerissen hätte, aber... Ja. Gut, dann mache ich hier einfach einen Run und dann ist das alles super. Genau. Und dann können wir uns einmal überlegen, ob das irgendeinen Sinn macht. Also, was auf alle Fälle Sinn macht, ist, diesen Würfel zu drehen auf Runde 6, damit ihr dieses schöne Symbol sehen könnt. Aber ich werde mir dann überlegen, ob eine Runde 6 überhaupt noch Sinn macht. So, Runde 6. Runde 6. Trotz katastrophalster Ergebnisse auf deutscher Seite und mega den guten Schüssen der Norweger, tue ich mir das hier an. Ich versuche, einen grauen Würfel zu ziehen. Das hat schon mal geklappt. Dann mache ich mit den Jungs einen Advance nach da und will die beschießen. Und du willst deinen Ambush auslösen? Das weiß ich noch nicht. Okay. Ich könnte die auch auf die da hinten schießen. Die sind ja viel wichtiger. Die sind sozusagen viel wichtiger. Also mache ich das nicht. Alles klar. Dann bewege ich die gleich erstmal 6 Zoll und dann wollen wir mal gucken, ob die Ruhepause den Würfeln gut getan hat. So, der Offizier ist in Point Blank, der trifft auf die 2. Der Gewehrschütze ist in Point Blank, trifft auf die 3. Und der andere ist in Long Range, trifft auf die 4. Auf die 2. Einer. Auf die 3. Auf die 4. Einer tot. Ja, ich stehe da besser. Du hast schon 6 Leute verloren. Ja. Wird nicht Zeit, dass du aufgibst. Ich glaube nicht. Du bist dran. Okay. Der Trupp ist ja nicht mehr für den Sieg. Oder die Niederlage oder der Unentschieden ist ja nicht mehr relevant. Dann würde ich sagen, ich mache heute einen Advance, wenn ich den Test schaffe. Klar. Was hast du jetzt gerade von Bord gelesen? Das habe ich nicht gesagt, aber gut. Nein, du schaffst den. Gut. Dann lasse ich mal aus, weil ich überhaupt komme. Das ist auch ganz gut. Dann hast du 9 Schuss. Ich guck mal, wie ich. Bewegt Point Blank. Ich muss nur so positionieren, dass ich mit dem Sniper irgendwo in den Korridor vielleicht. Und dann bin ich tatsächlich mit
allen, nee, ich glaube mit dem letzten hier. Doch, bist du auch. Bin ich auch. Dann habe ich 9 Schuss Point Blank bewegt. Yep, 9 auf die 3. Du bist fett. Ich bin nur regulär. 2. Darf ich mal ausrufen? Nö. Aber der Offizier steht. Okay, dann steht er. Und hat einen. Gut, den machen. Super. Dann geht's mit den Norwegern weiter. Jo, dann möchte ich mit dem Haku. Mhm. Moment, ich könnte auch hier den Schusskorridor. Jetzt habe ich den Schusskorridor wieder, ne? Ja. Dann schieße ich mit dem Sniper zuerst, weil der hat eine höhere Chance. Auf den Top da hinten, trifft. Mhm. Tötet. Mhm. Wieder jetzt hier aufversuchen. Damit haben sie 3 Pinmarker. Mhm. Hier ist der Dritte. Und wieder die Norweger. Wieder yep. Da ein Schuss rein. Auf wie viel? Trifft nicht. Jo. Dann bin ich. Mhm. Dann schießen wir mit dem Sniper auf deine Veteranen. Mhm. Mein Trupp. Jo. Soll versuchen zu schießen. Mhm. Klappt. Das sind 5 Schuss, Long Range, Hard Cover. Richtig. Auf die 6. Einer, mhm. Spinmarker, einer drin. Nehmen wir hier den weg. Dann bleiben 2 Würfe für mich. Jo. Ich fange hier mit dem Test an. Mhm. Der klappt. Mhm. Dann bin ich den Pinmarker los und schieße zurück. Ja. So, dann habe ich jetzt noch. 3 auf Long Range Soft Cover. Mhm. Ist die 5. Dann haben wir 5 auf Soft Cover. Ist die 4. Und dann haben wir noch einen auf. Noch einen auf Long Range Soft Cover. Next. Mhm. Ja, 3 Stück. 2 tot. Aber ich kann nicht aussuchen. Damit brauchst du nicht mal testen. Ja. So, und dann schicken wir die Jungs Richtung Haus. Ja, die gehen da. Und damit habe ich keine Chance mehr, nicht mal mehr auf ein Unentschieden. Weil selbst wenn es eine Runde 7 gibt, ich müsste ins Haus kommen und das schaffe ich diese Runde nicht mehr. Ich glaube, die Zuschauer und deshalb ist das, werden dir zustimmen, dass das nicht gerade fair war mit den Würfeln, dieses Spiel. Da war irgendwie etwas verhext. Egal, vielleicht waren die Würfelgötter mir einfach nicht hold, weil ich zu lange keine Deutschen gespielt habe. Wer weiß das so genau. Auf alle Fälle war das unterirdisch. Aber ihr habt es gesehen, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Vielleicht könnt ihr mir ja unter dem Video ein bisschen Trost zusprechen. Oder euch über mich lustig machen, je nachdem. Wir haben uns trotzdem weite Mühe gegeben, vernünftig zu machen. Ja. Ja. Wir zeigen mal Andreas sein Gesicht nicht. Hm. Wir zeigen dein Gesicht mal nicht. Ne? Ja, wenn du so gut würfelst und nicht so schlecht, dann muss irgendeiner von uns was auf die Mütze kriegen. Ach so. Nein, Spaß beiseite. War jetzt kein so geiles Spiel. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich nicht wirklich. Nein, ich kann trotzdem drüber lachen. In manchen Momenten ist es natürlich verdammt ärgerlich, aber das kennt wohl jeder von euch, der auch Tabletop spielt. Deshalb vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt und mich jetzt irgendwelchen Quatsch labern hört. Wenn ihr wollt, dass ich bessere Würfel für mich kaufe oder mir einen Trainer zulegen kann, damit ich besser spielen kann, unterstützt uns bei Patreon. Ich dachte, du sagst jetzt besser würfeln. Na, das weiß ich nicht, ob man das trainieren kann. Okay. Ja. Ich danke euch auf alle Fälle. Bis dann und tschüss. Tschüss.